Kulturjournal. Es ist fast 50 Jahre her, dass in Österreich die Fristenlösung eingeführt wurde. Trotzdem lässt das Thema Schwangerschaftsabbruch noch immer die Wogen hochgehen. Das Wiener Kosmos-Theater widmet sich nun diesem dauerhaften Konfliktherd. Nach Jahren der Schreibabstinenz hat der Bachmann-Preisgewinner 2014 Tex Rubinowitz einen neuen Erzählband herausgebracht. Der Titel dreht den Mond um. Diese arme dunkle Seite des Mondes. Also die sieht nie das Licht der Sonne. Das ist alles düster und kalt dort. Sagt Tex Rubinowitz. Mehr dazu erzählt er gleich im Gespräch. Und zum Interview haben wir auch Michael Schade getroffen, der verrät, warum die Gottesmutter Maria das Motto für die nächstjährigen Barocktage Melk vorgibt. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Popp. Die Stricknadel und das Mutterkorn. Der Kleiderbügel und der Sprung. Das Quecksilber und das Rizinusöl, das Bleichmittel und... Das Thema Schwangerschaftsabbruch wird seit Jahren hochemotional diskutiert. In Ländern wie Polen oder Ungarn ist Abtreibung illegal und mit Gefängnisstrafen bedroht. Und auch im US-Wahlkampf wurde das Thema ja zuletzt zum Politikum. Jetzt widmet sich das Wiener Kosmos-Theater dem brisanten Stoff und hat in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Theaterverein dieheroldfliri.at drei österreichische Autorinnen beauftragt, drei Kurzstücke für einen gemeinsamen Theaterabend zu schreiben. Unter dem Titel »Das Rote vom Ei« kommt die Produktion heute Abend zur Premiere. Mehr jetzt von Katharina Mehnhofer. Als großen Erfolg in der Frauenpolitik feierte Johanna Donal 1975 die Fristenlösung, die vor fast genau 50 Jahren in Kraft trat und den Schwangerschaftsabbruch bis zum dritten Monat straffrei stellte. Dennoch blieb die in § 96 bis 97 verankerte Regelung umstritten. Und ihre Gegner gehen auch heute noch zahlreich auf die Straße, um mit Plakaten wie »Unborn Lives Matter« gegen Mord am ungeborenen Leben zu demonstrieren. Da ich ganz in der Nähe des Landeskrankenhauses Bregenz wohne, habe ich viele Rosenkränze und kleine weiße Särge und Flugzettel in meinem Briefkasten gehabt. Blutige Embryos werden verteilt. Sagt die Regisseurin Barbara Herold, Teil des Theatervereins Die Herold Fliri AT. Ein ganz konkretes Ereignis in Vorarlberg war ausschlaggebend für die Idee, die Thematik am Theater aufzugreifen. Dass dort der letzte Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat, in Pension ging und sich kein Nachfolger gefunden hat und darauf die Politik in Vorarlberg gesagt hat, ja, dann gibt es halt niemanden mehr. Dass jetzt parallel dazu natürlich auch gerade wieder aktuell in Amerika die Wahlen so ausgegangen sind und dass das Thema sowieso immer virulent ist, das ist ja auch klar. So die Schauspielerin und Mitinitiatorin Maria Fliri. Mit Gertraud Klemm, Grischka Voss und Gabriele Kögel beauftragte man drei feministische Autorinnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und jeweils ein kurzes Stück darüber zu verfassen. Sie hatten eigentlich nur die Vorgabe, die Besetzung stand fest, die ungefähre Länge stand fest und dass es trotz des Themas witzig sein soll und Humor haben darf. Ich weiß auch, dass es zur Zeit, als die Fristenlösung beschlossen wurde, Frauen gegen die Fristenlösung abgestimmt haben, die abgetrieben haben und die es sich leisten konnten. Und diese Verlogenheit war dann der Anlass für mich, mich auf diese Weise dem Thema zu nähern. Sagt die Autorin Gabriele Kögel, die sich als Setting für ihre Groteske das Wartezimmer einer Abtreibungsklinik wählt, in der zwei Frauen, Mutter und Tochter, aufeinandertreffen. Er braucht uns, um für sein Werk und gegen den Beitrag des Teufels zu kämpfen. Für all die ungeborenen Kinder. Grischka Voss stellt in ihrem Text einen Albtraum auf die Bühne und zeigt eine geknechtete Frau im Kaninchen-Outfit, der alle Schritte zum Schwangerschaftsabbruch verwehrt werden. Überhaupt nicht, wieso ich das alles selber zahlen muss. Ich dachte, das übernimmt die Krankenkasse oder zumindest einen Teil davon. Die Krankenkasse? Ja. Wie kommen Sie denn darauf, dass die Krankenkasse eine Abtreibung bezahlt? Weil es ein medizinischer Eingriff ist, der für mich notwendig ist. Während sich bei Grischka Voss verzweifelte Verhütungsmittel wie Pille, Kondom oder Spirale in der Selbsthilfegruppe über ihre Versagenserfahrungen austauschen, wird es in Gertraud Klemms Text allegorischer, tiefgründiger und schwärzer. Ihre Geschichte spielt in einem Ambulatorium, wo eine Reinigungskraft über die Geschichte der Gynäkologie philosophiert. Und was macht dann so eine ausgetrocknete oder postmenopausale Gebärmutter? Wandern! Ja,
die wandert ins Herz, in die Lunge, in die Leber, sogar ins Gehirn. Es tritt ein Arzt auf, der auch ein großer Hybris über seine Güte spricht, warum er denn den Schwangerschaftsabbruch durchführt, aber nur, wenn er möchte. Ich muss es nicht machen. Ich muss es auch nicht lernen. Dass die nicht besser aufpassen können, die Frauen. Oder besser aufpassen, dass die Männer besser aufpassen. Über so viele Jahre und Jahrhunderte hätten Männer über Frauen und ihren Körper entschieden, sagt Barbara Herold, die das Stück auch als Appell sieht. Denn die erstrittenen Rechte seien, wie man an vielen Orten der Welt sieht, in Gefahr. Diese Mischung von dem Lebensschutz aus privaten Gefühlen, ethischen Motiven mit rechten Organisationen, erzkonservativen, rechtskatholischen Organisationen, an die sich auch rechte Parteien dranhängen, ein weltweit umspannendes Netzwerk, das macht mir tatsächlich Angst. Das Rote vom Ei zeigt überhöht und überzeichnet drei unterschiedliche Herangehensweisen an ein ernstes Thema, verzichtet aber bewusst auf Ausgewogenheit zugunsten der feministischen Perspektive und macht deutlich, dass sich das Rote vom Ei, zumindest auf der Bühne, am besten mit den Pfeilen des schwarzen Humors treffen lässt. Und Premiere hat das Rote vom Ei heute Abend im Wiener Kosmos-Theater. Beginn ist um 20 Uhr. Lass mich nicht allein mit ihr, hieß der 2017 erschienene Roman von Tex Rubinowitz. Es sollte die letzte Prosa-Veröffentlichung für 7 lange Jahre werden. Doch vor kurzem, konkret Ende Oktober, hat Tex Rubinowitz nun einen neuen Erzählband herausgebracht. Der heißt »Dreh den Mond um« und versammelt 21 Geschichten, in denen reale Personen wie Elfriede Jelinek oder Udo Jürgens neben wechselnden, aber immer skurrilen Ich-Erzählern auftreten. Außerdem kommen vor Pornodarstellerinnen und eine berühmte Kinderbuchautorin, mindestens 2 Kultregisseure und eine tragisch verstorbene Stummfilmschauspielerin. Tex Rubinowitz zeigt dabei ein feines Sensorium fürs Aufspüren von seltsamen historischen Ereignissen und Zufällen und ein brachiales Händchen für schräge Plots und surreale Wendungen. Heute Vormittag habe ich Tex Rubinowitz im Café Sperl zum Interview getroffen. Tex Rubinowitz, bei einem Erzählband stellt sich immer die Frage, ist es konzipiert wie ein, um eine musikalische Metapher zu verwenden, wie ein Best-of-Album oder wie ein Konzeptalbum? Wie ist es denn bei Dreh den Mond um? Naja, das ist eine Sammlung von 21 Geschichten, die in unterschiedlichen Zeiten spielen, mit einem Protagonisten, der auch mal eine Frau sein kann oder ein Transmensch sein kann. Es ist überhaupt nicht gesteuert als Best-of, sondern es ist eher ein Versuch, eine Rundheit zu erzeugen, mit der Überschrift Unzuverlässiges Erzählen, dass man nicht genau weiß, wo ist es Realität und wo ist es erfunden. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, eben historische Begebenheiten zu besuchen. Was ist dort passiert 1966 in Luxemburg zum Beispiel? Sie sprechen die Geschichte an, die sich rund um Udo Jürgens Eurovisions-Song-Contest-Sieg mit Merci Cherie dreht. Sie schreiben Ihre Ich-Erzähler immer neben die historischen Figuren hinein. Wie entwerfen Sie Ihre Ich-Erzähler? Mich interessiert generell der Song Contest als Ganzes und diese Sache 1966 in Luxemburg. Und nun, weil mich Musik interessiert, kommen da auch häufig Musikthemen vor, wo ein Aspekt mich sehr, sehr interessiert. Nämlich das zum Beispiel, um jetzt auf David Lynchenhorn zurückzukommen, dass der tatsächlich an der Schule des Sehens von Oskar Kokoschka studieren wollte. Also David Lynch, der Regisseur, wollte ursprünglich Künstler werden, kam nach Salzburg und hat dort erfahren, dass Kokoschka das schon aufgegeben hat. Also er unterrichtet nicht mehr dort. Und dann war Lynch so frustriert und ist dann umgekehrt, ist wieder zurückgefahren nach Philadelphia und hat dann angefangen, Filme zu machen. Und diese kleinen Aspekte, daraus eine Geschichte zu machen, macht mir wahnsinnig Spaß. Und es passieren oft in diesem Buch auch Geschichten, dass ich zum Beispiel Platten auflege mit dem Regisseur John Waters, den ich auch sehr schätze. Und das fand tatsächlich statt. Also ich habe tatsächlich neben John Waters, der hat Bücher signiert und ich habe Platten aufgelegt. In der Geschichte kommt vor, dass Ihnen John Waters zum Dank eine Christbaumkugel mit einer eingeschweißten Kakerlake geschenkt hat. Ja, das stimmt. Also da ist eine Kakerlake drin und das entspricht so dem Geist von John Waters. Also das Liebliche zu verbinden mit dem Gruseligen. Und das entspricht natürlich auch mir. Das finde ich wahnsinnig lustig. Das ist mir leider zerbrochen. Es war eine Gummikakerlake, muss man dazu sagen. Und in diesem ganzen Buch geht es häufig auch um den Grusel, aber dann auch über das Lustige und der Schrecken neben der Idylle.
Sie interessieren die Biografien von Übersehenen. Manchmal habe ich mich gefragt, man hätte eigentlich auch einen Essay schreiben können über die jeweiligen Personen. Ich denke da zum Beispiel an die Pornodarstellerin Uschi Digard oder ich denke an die Schauspielerin Peg Entwistle. War das jemals im Raum gestanden, dass Sie sich dokumentarisch mit denen auseinandersetzen? Nein. Also dokumentarisch mich auseinanderzusetzen mit diesen Randfiguren, die da vorkommen, wäre mir zu mühselig, eine Biografie zu schreiben. Mein Atem reicht gerade aus, um einen kleinen Moment zu erfassen. Und bei dieser Pornodarstellerin Uschi Digard, es war eigentlich ursprünglich, ich bin jetzt kein Porno-Konnoisseur, aber es war einfach dieser Name, Uschi Digard. Und dann habe ich überlegt, was ist das jetzt ein Pseudonym oder wo kommt die eigentlich her? Und dann, dank Google kann man natürlich vieles herausfinden, aber vieles eben auch nicht. Und es gibt ganz, ganz viele Personen in dieser Branche, die erstens Pseudonyme haben, seltsame Pseudonyme haben, und die hat ungefähr 50 Pseudonyme und auch Herkünfte. Es wird alles so verschleiert. Oder die Peggy Entwistle, eine Frau in den 30er Jahren, die es nicht geschafft hat in Hollywood und sich vom Haar des Hollywood-Zeichens runtergestürzt hat. Und ich behaupte da eben in den 30er Jahren mit ihr befreundet zu sein. Und dann findet man so ganz seltsame Sachen raus in ihrem Nachlass. Und das ist natürlich für mich gerade ein unbeackertes Feld, wo man dann das bebauen kann. Sie verschmelzen nicht nur verschiedene Geschichten oder verschiedene Karteikarten in Ihrem Kopf, Sie geben den Geschichten auch sehr gerne einen surrealistischen Turn und Dreh. Also da kann nach einem Besuch bei einer Celebrity, kann der Ich-Erzähler plötzlich in einer Flugzeugentführung landen. Wie kommt es zu dieser Liebe zum surrealistisch bis absurden Humor? Ausgangsbasis ist, dass ich irgendwo erfahren habe, dass ein griechischer Sänger namens Demis Roussos, den ich sehr, sehr verehre, mal in einer Flugzeugentführung Geisel war. Und sich dann reinzuversetzen, wie wäre ich, wenn ich tatsächlich in diesem Flugzeug Anfang der 80er Jahre mitgeflogen wäre von Athen nach Rom. Was macht man eigentlich als Geisel so? Und da sitzt er. Einer, den man sehr schätzt, lässt man sich dann Autogramm geben, wenn man weiß, dass man möglicherweise gleich erschossen wird. Was nützt einem dieses Autogramm? Und diese Überlegungen machen einfach wahnsinnig Spaß. Wie gesagt, die Ausgangsbasis ist immer eine kleine, sehr seltsame Sache rauszufinden und daraus eben dann eine Geschichte zu konstruieren, um dieses Ereignis oder diese Person herumzubauen und sich selbst auch als Trottel darzustellen. Also ich bin ja, der Ich-Erzähler ist ja nie ein Held. Der ist ja in der Regel entweder ein Beobachter oder ein Trottel, der da irgendwie mitreist nach Luxemburg und so tut, als ob er der Freund von Udo Jürgens ist. Nur weil er aus der Lüneburger Heide ist, also ich. Und Udo Jürgens hatte einen Onkel in der Lüneburger Heide, den er auch immer wieder besucht hat. Und da wird dann behauptet, ja, dass meine Mutter mit dem Onkel von Udo Jürgens ein Kind gezeugt hat, ein uneheliches, und das Kind bin ich. Und das ist der Bewusstseinsschwachstrom, der erzeugt dann all diese Dinge. Es machen aber nicht nur die Gene weite Wege, auch die Protagonisten sind viel in der Welt unterwegs. Also teilweise könnte James Bond neidisch werden bei den exotischen Schauplätzen, die da abgeklappert werden. Sind das auch so Imaginationen in die Ferne? Ich denke da zum Beispiel an Südkorea, oder basieren die auf tatsächlichen Reisen? Naja, es gibt schon ein bisschen Wissen bei mir, was Reiseziele betrifft, aber eben auch mit Orten Mitleid zu haben wie Ostende, einer ganz schauerlichen belgischen Stadt. Also alle lieben Brüssel, Brügge und Gent und Antwerpen, aber Ostende ist wirklich entsetzlicher Transitort. Und da bin ich aber sehr, sehr häufig gewesen und ich kenne mich wirklich gut aus in Ostende und treffe dort 1982 Marvin Gaye und helfe ihm dabei, Sexual Healing zu schreiben. Und ein Jahr später wird er von seinem Vater erschossen mit einer Waffe, die er seinem Vater geschenkt hat, zu Weihnachten noch. Also ich habe natürlich ihn nicht getroffen. Ich war aber interessanterweise tatsächlich 1982 in Ostende, weil ich da häufig bin. Also exotische Orte, die dort vorkommen, wie Ostende, Südkorea, da kenne ich mich ein bisschen aus, muss ich sagen. Der Ich-Erzähler muss mehrfach in mehreren Erzählungen sterben. Ist das eine Aversion gegen Happy Ends geschuldet? Die dramatischen Enden, die machen mir ganz besonders viel Spaß, weil es muss zum Schluss irgendwas kommen. Und weil in diesem Buch sowieso alles so extrem unzuverlässig ist, kann ich auch eine Geschlechtsumwandlung machen oder kann erschossen werden, alles möglich. Und wenn ich jetzt eine logischere Linie hätte in dem Buch, dann wäre das viel zu langweilig für mich auch. Deswegen ist es eine totale Überraschung in jeder Geschichte. Wie endet das dann eigentlich? Also die bizarrste Geschichte ist, glaube ich, die letzte Geschichte. Die spielt in London, wo dann plötzlich alle Figuren aus dem Buch
auf einer Party auftauchen, wie Demis Roussas, wie Elfriede Jelinek, wie John Waters, wie Peggy Entwistle, die tauchen da alle plötzlich auf. Also das ist jetzt totales Gaga. Und das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss, fand ich. Und das kann ich aber nicht kalkulieren, sondern das entsteht aus diesem Bewusstseinsschwachstrom, der da bei mir so manchmal angezapft werden kann. Das sagt Tex Rubinowitz. Sein neuer Erzählband Dreh den Mond um ist im Ventilverlag erschienen und eine Charity-Lesung daraus, die gibt es übermorgen Donnerstag bereits um 16 Uhr im Caritas-Stützpunkt Kahler Mittersteig. Jetzt noch ein Ausblick in den Frühling. Das Stift Melk wird jedes Jahr zu Pfingsten als Spielstätte der internationalen Barocktage zum musikalischen Pilgerort. Heute Vormittag hat der künstlerische Leiter, der kanadisch-deutsche Tenor Michael Schade, in Wien das Programm für 2025 vorgestellt. Unter dem Titel »Maria bewegt« drehen sich die Konzerte um die christliche Gottesmutter und zahlreiche Kompositionen, die sich mit dieser biblischen Figur auseinandersetzen. Dazu werden auch Barockmusikerinnen vor den Vorhang geholt. Seit 2014 leitet Schade das Festival und wie heute Vormittag bekannt gegeben wurde, wurde sein Vertrag bis 2030 verlängert. Sebastian Fleischer hat mit ihm am Rande der heutigen Pressekonferenz gesprochen. Michael Schade, die wichtigste Frau der biblischen Überlieferung steht nächstes Jahr im Zentrum der internationalen Barocktage als Stift Melk. Maria diente als Inspirationsquelle für zahlreiche Meisterwerke. Zugleich beleuchten sie aber auch die Geschichte von Frauen in der Barockmusik. Was gab denn den Anstoß dafür? Also jedes Jahr versuchen wir in diesem hoffentlich bodenlosen Fass herumzuwühlen der Barockmusik, um teilweise bekannte Werke, aber auch unsere Gedanken so zu sammeln, dass wir auch Neues wiederum entdecken. Maria alleine schon als dramatische Figur in der Bibel ist ein solches bodenloses Fass. Die Mutterliebe, die starke Frau, die Hoffnungsbringerin, all diese Sachen. Es ist kein Wunder, in anderen Worten, dass so viel für sie geschrieben wurde. Das Magnificat, das Loblied Marias, das steht gleich beim Eröffnungskonzert der Barocktage im Mittelpunkt. Ein Konzert, das immer sehr wichtig ist, das auch übertragen wird. Und da erklingt das Magnificat von Johann Sebastian Bach und jenes von seinem Sohn Karl Philipp Emanuel Bach. Also jeweils sehr repräsentative Werke dieser beiden Komponisten. Sie selbst sind auch einer der Solisten. Ja, was ergibt denn diese Gegenüberstellung zwischen Vater und Sohn? Also das Bach-Magnificat, was oft in der Weihnachtszeit auch gespielt wird, manchmal auch zu Ostern, ist eines der berühmten Bach-Werke und hat wahnsinnige Freude. Das Karl Philipp Emanuel Bach-Magnificat ist derweil völlig unbekannt, auch aus einem Grund, es wurde noch nie aufgenommen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das zusammen in Stift aufnehmen. Wir haben schon gesagt, es geht um Maria, es geht aber auch um Frauen in der Barockmusik. Zum Beispiel Isabella Leonarda, die Komponistin, die wird am Programm stehen mit dem Geiger Hiro Kurosaki. Oder das Ensemble Shiganetas Jugend, das sich sehr stark für historische europäische Volksmusik einsetzt, präsentiert eine Tanzmusiksammlung aus dem Jahr 1761 der bayerischen Musikerin und Komponistin Anna-Maria Leier-Sederin. Also, ja. Die einzige Volksmusiksammlung von einer Frau überliefert. Was weiß man denn über diese Künstlerin dieser Zeit? Naja, was man über diese Künstlerinnen und Komponistinnen generell weiß, natürlich so wie auch eine Barbara Strozzi früher in der Barockgeschichte, in der Frühbarock, ist, dass sie natürlich leider andere Namen haben annehmen müssen, um überhaupt erkannt zu sein. Ja? In anderen Worten, sie konnten sich nur durch ihre Männer oder durch Vornamen bestätigen als Komponisten. Und es ist mir schon ein großes Anliegen, wenn wir schon über eine biblische, theatralische Powerfrau wie Maria reden, dass auch die Frauen zum Zug kommen dieses Jahr. Michael Schade, Ihr Vertrag wird bis 2030 verlängert, das haben wir heute erfahren bei der Pressekonferenz. Sie haben gesagt, Fördergeber und Sponsoren kommen nun schon ins Schwitzen angesichts der Pläne, die Sie präsentiert haben. Was können Sie denn schon verraten? Gibt es neue Formate? Wie soll das Festival weitergehen? Und haben Sie auch schon Förderzusagen für Fördererhöhungen? Mit gewissen Dirigenten habe ich jetzt auch eine Vision für die Zukunft über größere Projekte und wir wollen schon eine Art Taj Mahal bauen für große Werke. Es wird kein neuer Saal gebaut, wir werden nicht die Türen vom Stift abtragen und dort eine extra Glastribüne bauen oder irgendwas. Wir sind so glücklich, wo wir sind. Und ich möchte nur den Standard erhalten und weiterhin fördern und junge Leute nach oben bringen. Auf jeden Fall wird nichts reduziert und es wird weiter aggressiv groß
großkotzig gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Sagt Michael Schade, die internationalen Barocktage finden von 6. bis 9. Juni statt. Der Kartenvorverkauf startet am 20. November. Das war ein Kulturjournal. Technik Sabine Heiner, Regie Susanna Dalmonte, Moderation Wolfgang Popp.